Mit diesem Ausblick auf die Wiener Innenstadt. Damit wurde Benkos Prachtbau beworben. Dieser Blick wird aber noch länger auf sich warten lassen. Denn auf der Baustelle wird schon seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Vor einem Jahr hat das noch ganz anders ausgesehen. Dachgleiche. Der damalige Geschäftsführer, euphorisch über das Siegerprojekt im Architektenwettbewerb. Das Besondere ist die Gastronomie hier auf der einen Seite und der Ausblick in die wunderschöne Stadt hinein. Und den wollen Sie. Da konsumieren Sie, da trinken Sie ein Bier, einen Spritzer, ein Prosecco, was auch immer. Und dann sitzt die Geldbörse lockerer. Dann gehen Sie durch die Handelsgeschosse und dann kaufen Sie ein. Wenige Monate später die Pleite. Baustopp. Diesen beiden Herren kommt das gerade recht. Klaus Vatter war jahrzehntelang leitender Beamter für Stadtplanung. Mit seinem Anwalt erhebt er schwere Vorwürfe. Eigentlich seit dem Wettbewerb, den Wettbewerbsergebnissen, ist klar, dass das Projekt nicht in die Bebauungsbestimmungen hineinpasst und einigen Bestimmungen der Wiener Bauordnung widerspricht. Das Grundstück ist geneigt, hat einen Niveauunterschied von 4 Metern, der eigentlich ignoriert wurde, und damit ist es vor allem auf der Rückseite um 4 Meter zumindest zu hoch. Und so kann man sich das vorstellen. Stellenweise 4,3 Meter höher als in dieser Zone eigentlich vorgesehen. Dadurch wurde ein ganzes Stockwerk an Einkaufsfläche gewonnen. Ein super Deal für Signa, denn zusätzliche Fläche bringt Geld. Und wie viel? Das fragen wir Hania Bomber. Sie ist Handelsexpertin und hat in der Vergangenheit auch schon Rene Benkos Signa beraten. Es ist die Frage, welche Qualität diese Flächen haben, in welchem Stockwerk das ist und zu welchem Mietpreis ich das vermieten kann. Also wenn ich zum Beispiel eine Fläche von 2.500 Quadratmetern komplett mit 30 Euro vermieten kann, dann bedeutet das im Jahr, dass es ca. 900.000 Euro Mehreinnahmen sind in der Miete. Wie aber hat die Signa das geschafft? Warum konnte man so hoch bauen? Es gibt eine sogenannte rechtskräftige Baubewilligung. Das Problem dabei ist nur das, dass sie nicht bekannt ist. Das heißt, man kann auch nicht nachlesen, wie diese Abweichungen begründet wurden. Und es wurde auch nicht offengelegt. Nur so viel ist bekannt. Signa und die Stadt Wien haben sich auf eine Ausnahme geeinigt. Grundsätzlich müssen sich alle an die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne halten. In denen wird geregelt, wie ein Grundstück genutzt werden kann oder wie hoch gebaut werden darf. Der Paragraph 69 der Wiener Bauordnung macht es aber möglich, davon abzuweichen, wenn der Bau etwa im öffentlichen Interesse ist, weil das Stadtbild besonders aufgewertet wird. Die Signa versprach einen für alle zugänglichen Dachgarten hier in Türkis. Eine Art Gegengeschäft? Das wollten wir vom zuständigen Bezirksvorsteher wissen. Ein Interview wird kurzfristig abgesagt. Schriftlich stellt man aber klar, dass der Dachgarten schon ein wichtiges Argument gewesen sei. In der Wiener Bauordnung vorgesehenen Abwägung der Für und Wider für eine Genehmigung gemäß des § 69 hat dies der Bezirksbauausschuss als ein positives Kriterium gewertet. Es war aber kein Junktim für eine mehrheitliche Zustimmung, also keine Bedingung. Für diese Baustelle gibt es also eine Baubewilligung, die aber aktuell von Klaus Vatter vor Gericht bekämpft wird. Das hat den neuen Eigentümer aber nicht davon abgehalten, sich einzukaufen. Georg Stumpf, zweitreichster Mann Österreichs, Immobilienriese und gern gesehener Gast am Society-Parkett. Es drängen sich die Massen so früh schon heute. Ja, gut besucht. Spricht fürs Fest. Ein Blick zurück ins Jahr 1998. Stumpf hat Erfahrung mit Baubewilligungen und auch mit dem Paragraph 69. Er baut direkt an der Donau den ersten Wolkenkratzer Österreichs. Den Millennium Tower. Der am Ende 200 Meter hoch wird, 177 ohne Antenne. Eigentlich waren hier aber nur 120 Meter erlaubt.
Dann kam der Ausnahmeparagraf 69 ins Spiel. Und es wurde aufgestockt. Erst auf 140 und dann noch einmal auf 177 Meter. Macht plus 57 Meter. Zur Freude des Investors. Das Interesse an Flächen im 40. oder 45. Etage, die es natürlich in Wien nur ein einziges Mal gibt. Alle anderen Gebäude in Wien hören eigentlich beim 25. Etage auf, dort, wo unser Gebäude erst richtig anfängt. Und dort ist die Nachfrage eigentlich in einer Quantität vorhanden, die das Angebot bei weitem übersteigt. Wie war das rechtlich überhaupt möglich? Das fragen wir einen, der damals dabei war. Zuerst als Gemeinderat und später als zuständiger Stadtrat. Diese Ausnahmemöglichkeit war damals in der Bauordnung für Wien sehr unspezifisch definiert. Sondern da hat es nur geheißen, wenn das städtebaulich stimmt und wenn es dem Gefüge des Bezirks entspricht, dann darf der Bauausschuss der Bezirksvertretung diese Ausnahme gewähren. Ein Gummiparagraf. Es war damals, hatte damals schon ein bisschen den Eindruck eines Gummiparagrafs. Ich habe das dann 2001 bei der Bauordnungsnovelle als erstes, eines meiner ersten Aktionen als Stadtrat, auch korrigieren lassen. Für das Pionierprojekt Millennium Tower sei die Ausnahme damals aber ganz bewusst gemacht worden, um den Wolkenkratzer möglich zu machen. Doch diese Sonderregelung wollten dann auch viele andere nutzen. Also war eine Zeit lang tatsächlich der Paragraph, den die Bauträger gerne genutzt haben. Das hat dann so ausgeschaut, Architekt macht einen Entwurf, dann sagt ihm der Beamte, ja, das passt aber nicht in die Flächenwidmung. Und dann geht er zum Investor und der Investor sagt, wir machen es trotzdem. Und an diesem Punkt kommen die Bezirke ins Spiel und der Paragraph 69. Der wurde in den vergangenen Jahren zwar immer weiter nachgeschärft, jedes Schlupfloch wird aber genutzt, wie eben hier auf der Maria-Hilfer-Straße. Dabei sei dieser Ausnahmeparagraf für solche Megaprojekte heute gar nicht mehr gedacht. Normalerweise werde eher die Flächenwidmung geändert. Das wäre möglich gewesen, hätte wahrscheinlich ein wenig gedauert, ein, zwei Jahre, aber dann hätte man ein transparentes Verfahren, in dem die Grundlagen für die neue Bebauung, so wie es eben die Bauordnung vorsieht, geschaffen werden. Stattdessen wurden mit dem Rohbau Tatsachen geschaffen. Ein Luxuskaufhaus mit 8 Ebenen inklusive Dachgastronomie. Wie realistisch ist es nun, dass Benkos Konzept 1:1 vom neuen Eigentümer umgesetzt wird? Die Kaufhäuser sind tatsächlich, und das weltweit, ein Dinosaurier im Handel. Sie sterben aus. Wir haben die ganz bekannten, eine Galerie Lafayette in Paris. Ja, aber Paris hat Einwohner und Umgebung, glaube ich, 12 Millionen Bevölkerungspotenzial. Oder auch in Wien, das ist eine eigentlich relativ kleine Stadt mit einem begrenzten Potenzial. Und es ist ja nicht so, dass wir noch nichts haben. Und was sagt der neue Eigentümer Georg Stumpf? Interview gibt es keines. Man lässt aber wissen, das Nutzungskonzept soll in den nächsten Monaten entwickelt werden. In Abstimmung mit der Stadt und dem Bezirk.